In den letzten Jahren wurden verschiedene Retrospektiven von Gerhard Richter gezeigt, in denen man eben sein ganzes Werk kennenlernen konnte. Das Kunstmuseum Winterthur zeigt keine solche Ausstellung, es zeigt neue Werke, die eben aus dem Atelier kommen. Werke, die zum größten Teil überhaupt noch nie in Ausstellungen zu sehen waren. Es sind diese neuen Strip-Paintings, darunter zwei sehr große, und es sind Glasarbeiten, Lackmalereien hinter Glas und Glasskulpturen, die überhaupt zum ersten Mal aufgestellt werden, die also hier auf dem Künstler zum ersten Mal gesehen wurden. Die Farbe ist ja das Material des Künstlers und die Farbe dient meistens dazu, etwas darzustellen, oder sie ist Material für sich. Und Richter ist fasziniert davon, am Fließen des Materials, an den zufälligen Mustern und Figuren, die aus dem Fluss entstehen. Und er benutzt dafür Lackfarben, weil die besonders gut dafür geeignet sind. Er lässt sie, manipuliert sie und hält einen bestimmten Moment fest. Das waren zunächst sehr kleine Bilder, sie sind aber im letzten Jahr zu großen Bildern geworden, die etwas sehr Landschaftliches haben. Und überhaupt erinnern diese Lackfarbenbilder an Naturphänomene, an Dinge, die man in der Natur sieht. Und so unerschöpflich vielfältig sind sie auch. Man hat den Eindruck, es könne einfach so weitergehen. Ich bin ja immer schon mehr an Bildern interessiert als an Malerei. Also das ist so, ich will Bilder machen. Eigentlich müsste der Beruf heißen Bildermacher, wie Filmemacher. Und beim Spielen mit einem Bild, mit einer Reproduktion, bin ich darauf gekommen, indem ich es geteilt habe und die Teile gespiegelt und da entstehen schöne Muster und dann geteilt durch 2 bis 4, 8, 16, 32, bis zu 1024 oder 4096 Teile. Und da kann man dann keine Motive mehr erkennen. Das endet in Streifen. Eigentlich endet es nie, wenn man es theoretisch weitermacht und genügend Auflösung hätte, dann ist es unendlich. Auch ein schöner Gedanke. Besonders in dem großen Saal mit den langen Streifenbildern ist man perplex, denn die Streifenbilder ziehen aufgrund ihrer starken Farben das Auge an, aber das Auge kann sich nirgends festhaken. Es schwebt über die Oberflächen und man hat das Gefühl, alles gleitet dahin. Die Bilder ziehen an und weisen ab. Und in dieser Ambivalenz drin realisiert sich dann wahrscheinlich das, was Richter auch überhaupt am Zeigen von Bildern interessiert. Das Glas beschäftigt Richter ja schon sehr lange und er hat in den letzten Jahren begonnen, Gläser auf ganz einfache Weise aufzuschichten, anzulehnen, hintereinander zu stellen. Das ist dann immer komplexer geworden und diese neuen Skulpturen sind eigentlich einfach, weil es handelt sich einfach um aufgestellte Gläser und zugleich ist der Effekt unendlich kompliziert, denn auf den ersten Blick kann man kaum sagen, wie viele Gläser man da überhaupt sieht, denn alles, was im Raum ist, wird fragmentiert, aufgebrochen, reflektiert durch diese ineinander verschachtelten Gläser. Diese Gläser sind eigentlich eine schöne Darstellung dessen, wie Richter überhaupt denkt. Alles handelt von Transparenz, Schein, Scheinbarkeit und wiederum Täuschung.